Ja, die Vögel zwitschern, die Blumen, die blühen und die Sonne scheint und endlich kommt schon langsam auch der Sommer, denn die Temperaturen, die steigen auf unglaubliche 25 Grad und nach der Kaltfront am Dienstag, da war es wirklich sehr, sehr frisch draußen, da hat es ja oft um die 10 Grad gehabt, aber jetzt geht es wieder bergauf, also so um die 20 bis 27 Grad sogar morgen teilweise im Süden Österreichs und dann ab Nachmittag, da ziehen dann auch ein paar Quellwolken auf und zwar in der Weststeiermark, aber auch in Salzburg, also auch da kann es etwas regnen, aber ansonsten ist es in ganz Österreich sehr sonnig und sehr, sehr warm. Und so geht es auch weiter, also jetzt kommen wirklich die schönsten Sonnenmomente zurück, die höchsten Temperaturen, die haben wir, wie gesagt, so auch am Wochenende um die 25 Grad und auch am Abend, da bleibt es trocken, fast österreichweit. Es kann sein, dass am Freitag dann am Nachmittag ein paar Quellwolken aufziehen, aber auch die vergehen wieder und es kann dann aber auch am Samstag und am Sonntag möglich sein, dass auch hier wieder Gewitterwolken aufziehen, aber wie gesagt nur im Süden und auch teilweise im Norden Österreichs. Ansonsten wird es warm bleiben, also wir haben wirklich einen schönen Sonnenschein und auch die Temperaturen sind herrlich mit über 20 Grad. Aber leider gibt es auch negative Nachrichten und zwar bezüglich der Corona-Krise können die Freibäder noch nicht aufmachen ab Mai, also da wird es nichts mit draußen baden gehen. Auch der neue Siedlersee, der wird auch gesperrt werden für die Bevölkerung. Also wir müssen uns natürlich auch etwas zurückhalten. Das fällt sehr, sehr schwierig bei diesen Temperaturen. Aber wenn Sie jetzt ohne Maske mal raus wollen, dann würde ich auch die Burggärten empfehlen. Dann würde ich generell auch vielleicht einmal die Wälder empfehlen, beziehungsweise da, wo keine Menschenansammlungen sich befinden. Und auch wenn Sie jetzt in den Supermärkten gehen, mit den Taxis fahren oder auch mit den Öffis, also unbedingt diese Mund- und Nasenschutzmaske auch tragen, beziehungsweise auch einen Schal oder ein leichtes oder ein Tuch tragen und auch wirklich Abstand halten. Denn nur so können wir diese Krise überstehen. Und nur so gibt es dann nach 4 Wochen Shutdown vielleicht auch die Möglichkeit, dass auch die Zahl wieder der Erkrankten bzw. der Infizierten dann hoffentlich sinkt und wir doch irgendwie einen schönen Sommer genießen können. Also rausgehen, ja, aber bitte Abstand halten.